Heute habe ich für euch 10 nützliche Tipps für Sniper Elite 5, die man so früh wie möglich kennen sollte. Ansonsten ärgert man sich später. So ging es auf jeden Fall mir. Damit euch nicht das gleiche passiert, gibt es hier dieses Video. Bleibt gespannt. Servus Leute der gepflegten Sniper-Unterhaltung, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Corpheus. Bei mir gibt es normalerweise News und Guides zu Open World und Rollenspielen. Heute machen wir aber nochmal einen Abstecher in Sniper Elite 5. Ich hoffe, ihr genießt das Spiel. Mir macht es unglaublich viel Spaß und habe schon etliche Stunden rein investiert. Und einige Sachen hätte ich gerne früher gewusst, so hätte ich die ein oder andere Mission nicht doppelt spielen müssen. Damit ihr gut durchs Game durchkommt, gibt es jetzt hier die 10 Tipps. Bleibt gespannt. Tipp Nummer 1 betrifft direkt die Kampagne. Gerade wenn man neu in Sniper Elite 5 ist, kann es ein bisschen sein, dass man mit den Gebieten überfordert ist auf den Maps. Auf der Karte sieht alles ziemlich klein, übersichtlich aus. Wenn man das Gebiet aber erkundet, merkt man wirklich, wie groß es ist. Ihr solltet nicht nur Wert auf die Hauptstory-Mission legen, die immer gelb hervorgehoben wird, sondern erkundet wirklich das Gebiet. Man kann hin und wieder Dokumente finden, Aufträge, die geben euch eben Nebenaktivitäten, sind entweder rot oder blau auf der Karte dann markiert. Ihr müsst teilweise Personen ausschalten oder zum Beispiel auch Gegenstände zerstören. Und wenn ihr das macht, bekommt ihr am Schluss eben einen Goldrang sozusagen in der Mission, aber unter anderem werden so auch Waffen freigeschaltet, neue Waffen oder eben Ausrüstungsgegenstände, Anpassungsgegenstände für die Waffen, und deswegen lohnt es sich wirklich, die Maps, die Karten zu erkunden und eben nicht nur Fokus auf die Hauptmission zu legen. Ansonsten müsst ihr eventuell eben später die Mission ein zweites Mal spielen. Wo ihr auch drauf achten solltet, schaut wirklich, dass ihr die Werkbänke auf den Karten in den Regionen eben findet. Ihr müsst mit denen interagieren und dann werden auch immer wieder mal neue Waffen oder eben Anpassungsgegenstände freigeschaltet. Es gibt welche für Pistolen, Maschinenpistolen und eben für Gewehre. Es gibt eigentlich immer 3 verschiedene in den Leveln, deswegen auf jeden Fall auch danach Ausschau halten. Tipp Nummer 2 betrifft die Kisten. Einige sind verschlossen. Gerade am Anfang wusste ich auch nicht, wie ich sie aufbekomme. Sind aber extrem nützliche Gegenstände drin. Verbände, Munition oder auch zum Beispiel Granaten, Minen. Man sollte sie wirklich öffnen. Dafür braucht man aber eine Brechstange und die findet man in dem Gebiet. Sie liegt irgendwo rum, meistens eigentlich in der Nähe. Und die müsst ihr eben dann einfach besitzen und ihr könnt die Truhe öffnen oder die Kiste. Ihr braucht aber in jedem Gebiet immer eine neue Brechstange. Die wird leider nicht gespeichert, sondern muss in jedem Gebiet erneut gefunden werden. Das gleiche mit dem Bolzenschneider, auch super nützlich, ist nicht ganz so zwingend. Man kann die Türen auch so öffnen, einfach knacken, dauert aber deutlich länger. Der Bolzenschneider liegt auch einfach rum und mit dem könnt ihr eben einmal zack machen und die Türe ist offen. Tipp Nummer 3 betrifft die Sprengladungen. Die braucht man auch immer wieder, um eben Nebenquests abzuschließen. Die Sprengladungen liegen eigentlich immer in der Nähe rum, wo man eben etwas sprengen muss. Nur als kleiner Tipp, man muss da nicht Kilometer über die Map laufen, um die Sprengladung zu finden, sondern guckt wirklich mal in der Umgebung. Wo ich am Anfang auch ein bisschen gerätselt habe, sind die kleinen Dreiecke, die hin und wieder auf der Minimap erscheinen. Entweder sie sind weiß, sie sind gelb oder sie sind rot. Und das markiert euren letzten Standpunkt, wo euch entweder ein Gegner oder ein Gegner was bemerkt hat, ist weiß. Wenn ihr geschossen habt und er weiß, dass ein Schuss herkam, wird das Ganze gelb. Und wenn ihr eben komplett gesichtet wurdet, ihr wart laut, dann wird das Ganze rot markiert. Ist nämlich super nützlich, das zu wissen, denn die Gegner werden dort primär hinlaufen, teilweise auch Granaten hinwerfen oder zum Beispiel Speerfeuer einfach auf diese Stelle niederprasseln lassen. Ist nicht verkehrt, wenn man das weiß, dann nach links oder rechts wandert, ja, und die Gegner dann leichter ausschalten kann. Tipp Nummer 4 ist auch super nützlich, betrifft immer noch die Kampagne, und zwar, wenn ihr von einem gegnerischen Spieler eine Invasion bekommt, falls ihr das anhabt, kommt er ja in eure Lobby rein, versucht euch zu töten, dann solltet ihr so schnell wie möglich an ein Telefon laufen. Die werden dann auch weiß hervorgehoben, denn wenn ihr dann mit diesem Telefon interagiert, seht ihr nämlich die gegnerische Position, wisst dann, wo er gerade sich befindet, und ihr könnt ihn eben leichter ausschalten. Tipp Nummer 5 betrifft jetzt das Kämpfen, und zwar ist es super nützlich, wenn ihr zum Beispiel bei der Sniper im Scope drin seid, könnt ihr auch mit der A- oder X-Taste einmal kurz rauswechseln von der Ego-Perspektive eben in die Third-Person-Perspektive und könnt eben so ein bisschen mehr von der Umgebung sehen, habt natürlich auch ein Fadenkreuz und könnt natürlich auch so super die Gegner mit der Sniper wegnatzen. Auch super nützlich bei den MPs, wenn man da nicht gerade bei Kill 'Em Korn drin ist, sondern eben mit dem Fadenkreuz spielt, benutze ich immer wieder, um eben ein bisschen mehr Übersicht zu haben und nicht eben immer diesen Tunnelblick bei der Ego-Perspektive.
Tipp Nummer 6, schaut natürlich, dass ihr so schnell wie möglich die Schalldämpfer freischaltet für das Scharfschützengewehr, für die Maschinenpistole, denn die tun natürlich die Hörreichweite deutlich reduzieren, ist ein wichtiger Wert in den Einstellungen, geht einfach mal auf euer Gewehr drauf, auf die Anpassung, dann seht ihr, wie weit ihr entfernt seid, müsst, dass der Gegner eben nicht euren Schuss hört, und wenn ihr natürlich einen Schalldämpfer habt, dann ist das deutlich reduziert, dann müsst ihr nicht so weit weg sein. Schalldämpfer für beide Waffenarten bekommt man eigentlich spätestens in der dritten Mission, wenn man Nebenaktivitäten abschließt. Finde ich echt ein cooler Wert mit der Reichweite, deswegen da immer ein Auge drauf haben. Tipp Nummer 7, es lohnt sich extrem im Liegen zu schießen. Ihr seid dort einfach deutlich präziser, es gibt weniger Waffenschwankungen, als wenn ihr irgendwie in der Pampa rumsteht. Hocken geht auch noch, aber ich persönlich schieße eigentlich immer im Liegen, da die Schüsse weniger daneben gehen. Tipp Nummer 8 betrifft die Steuerung. Ich selber kam am Anfang mit dem Spiel überhaupt nicht klar. Mittlerweile geht es ein bisschen besser. Schaut, wenn ihr auch Steuerungsprobleme habt, geht mal in die Einstellungen rein. Ihr könnt die Zielempfindlichkeit runterstellen. Ich fand es am Anfang extrem schwer, in der Third-Person-Perspektive auf den Gegner zu zielen, und dann wechselt es irgendwie in den Scope. Ich war teilweise trotzdem extrem weit vom Gegner entfernt, weil das einfach zu schnell für mich war. Vielleicht spiele ich einfach zu wenig Shooter. Ich fand es aber von der Steuerung echt schwierig. Einfach mal ein bisschen weiter runterstellen. Vielleicht findet ihr euren perfekten Wert und könnt dadurch deutlich besser zielen. Tipp Nummer 9 betrifft die Killcam. Auch dort könnt ihr einiges einstellen. Ich selber bin jetzt nicht so der Fan von dieser Kamera. Man kann einerseits einstellen, wie oft das Ganze passieren soll. Von oft bis eben sehr selten oder eben auch komplett aus. Und was ich extrem cool finde, man kann auch das Röntgen ausmachen. Davon bin ich nämlich gar kein Fan, wenn man sieht, wie das Hirn wegfliegt oder die Lunge, das Herz und so weiter. Finde ich jetzt nicht so schön zum Anschauen. Das könnt ihr separat ausmachen und dann seht ihr einfach nur den Schuss von außen, wie er eben in den Körper eindringt. Auch da könnt ihr eben einiges umstellen, falls es euch nicht gefällt. Kommen wir nun zu Tipp Nummer 10, betrifft die Fähigkeiten. Es gibt drei verschiedene Bäume. Einige Fähigkeiten sind super nützlich, unter anderem mehr Leben. Gerade am Anfang passiert es mir sehr oft, dass ich aus so einer Leiter runterfalle oder so Fallschaden abbekomme. Bin teilweise bei einer Leiter auch schon draufgegangen. Das müssen sie auf jeden Fall ein bisschen fixen. Und da ist es nicht verkehrt, wenn man am Anfang ein bisschen mehr Leben besitzt. Dann geht man nämlich nicht drauf. Was ich euch auch empfehlen kann, ist, wenn man auf dem Boden liegt, dass man sich nicht nur mit dem Erste-Hilfe-Kit wiederbeleben kann, sondern eben auch mit Verbänden. Das ist natürlich super nützlich, so kann man sich ein zweites Mal eben wiederbeleben. Was ich auch als nächstes skillen werde, wo ich jetzt auch letztens ein bisschen öfter draufgegangen bin, ist, dass Gegner auf mich geschossen haben. Ich habe sie aber einfach nicht gesehen, woher der Schuss kam, gerade bei Snipern. Und sie werden dann automatisch markiert. Ist eigentlich auch eine richtig coole Sache. Ich hoffe, die Anfängertipps haben euch geholfen, werden euch vielleicht einige Sachen ersparen. Falls ihr auch noch einen Tipp habt, schreibt ihn gerne in die Kommentare rein. Bin ich gespannt. Ansonsten war es das hier vom Video. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und ansonsten, wer mehr sehen möchte zu Open World Rollenspielen oder auch ein bisschen zu Sniper Elite 5, kann gerne mit dem Abo dabei bleiben. Wie immer, viel Spaß beim Zocken. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.